sind sie nicht. Sind sie doch. Deine Hypothese wird durch die vorliegenden Daten vollständig widerlegt. Du hältst nur aus intellektuellem Starrsinn daran fest. Nein, du zeigst eine schockierende Ignoranz dem Thema gegenüber. Mumien und Zombies sind exakt dasselbe. Ach ja, Mumien sind mit Binden umwickelt. Das ist ein modischer Tick. Na schön, das verdankst du dir selbst. Schön, sag sie. Wenn ein Zombie dich beißt, verwandelst du dich auch in einen Zombie. Wenn jedoch eine Mumie dich beißen sollte, verwandelst du dich nur in einen Armtropf mit einem Mumienbiss. Das heißt, wie ein Zombie hat ihre Argumentationskette, Sir, weder Hand noch Fuß. Gut gemacht, hier ist dein Fix. Oh, danke sehr. Hey, Freunde, was liegt an? Ach, Mumien und Zombies schon wieder. Ach, das ist nicht dasselbe. Du kriegst auch einen Keks. Danke. Ratet, wer seit heute Morgen ein neues Auto hat? Ah, ich gratuliere. Hat das auch den Neuwagenduft? Ja, solange ich meine Mutter daraus halten kann. Ihr könnt es euch nachher ansehen. Ich parke vor der Tür. Platz 294. Bitte was? 294? Ja. Das ist mein Parkplatz. Wieso hast du einen Parkplatz? Du hast doch kein Auto. Du fährst noch nicht mal. Das spielt keine Rolle. Es ist mein Parkplatz. Sie haben ihn sicher anders vergeben, weil du ihn nie benutzt. Ich benutze auch meine Brustwarzen nicht. Sollen sie auch anders vergeben werden? Sheriff, wenn du dir eines Tages ein Auto zulegen solltest, bekommst du sicher einen anderen Parkplatz zugeteilt. Na, ich will aber keinen anderen Parkplatz. Ich will meinen Parkplatz, denn er ist perfekt. Es ist ein Eckplatz, was das Risiko von Türdellen halbiert. Er ist nur 28 Schritte vom Gebäudeeingang entfernt. Der Baum daneben spendet Schatten an heißen Tagen. Und darin lebt ein entzückendes Eichhörnchen. Eine glückliche Fügung, weil Eichhörnchen sonst hinterlistig sind. Witzige Geschichte, aber dennoch hast du gar kein Auto. Lenk jetzt nicht vom Thema ab. Es geht um den Parkplatz. Das hat nichts mit Autos zu tun. Hörst du dir eigentlich zu, wenn du redest? Ich höre mir immer gut zu. Das ist eine der Freuden meines Lebens. Also, schaff jetzt dein Auto von meinem Parkplatz. Ne. Wie du willst. Damit lässt du mir keine Wahl. Was gibt's da zu glotzen, du blödes Eichhörnchen? Ja, Präsident Siebert, hören Sie auf die Stimme der Vernunft. Natürlich ist mir klar, dass ich den Parkplatz nicht nutze. Darum geht es nicht. Ich... Ja, Sie haben mir schon oft gesagt, ich soll Sie nicht zu Hause anrufen. Aber Sie haben nicht aufgemacht. Und dass Sie da waren, habe ich durch den Briefschlitz gesehen. Also, das ist ja eine erschütternde Ausdrucksweise. Ich muss Sie doch nicht daran erinnern, dass Sie der Präsident einer großen Universität sind, nicht Präsident einer Rockerbande. Ja, also jetzt schon wieder? Küssen Sie Ihre Mutter mit diesem Mund? Oh, mein Beileid für Ihren Verlust. Gute Nacht, Sir. Unglaublich. Er hat gesagt, Wolowitz verdient meinen Platz, weil er angeblich eine große Stütze der Universität ist. Da hat er nicht ganz Unrecht. Er war immerhin auf der internationalen Raumstation. Ja, aber das ist 5 Wochen her. Wie lange will er das denn noch ausschlachten? Sheldon, lass es gut sein. Es ist doch unwichtig. Nein. Nein, das ist ein abschüssiger Pfad, Leonard. Es fängt mit einem Parkplatz an. Und wo endet es dann? Wie mein Dad immer gesagt hat, erst heißt es, du darfst nicht fahren, wenn du getrunken hast. Und als nächstes dann, du darfst nicht deinen 10-jährigen Jungen ans Lenkrad lassen, während du auf der Rückbank deinen Rausch ausschläfst. Nach dieser Geschichte tut mir nun mal wieder deine Mutter leid. Leonard, du bist mein bester Freund. Wieso ergreifst du nie für mich Partei? Weil ich deine Partei einfach nicht verstehen kann. Gib ihn zurück. Oh, bitte verzeih. Könntest du dich etwas präziser ausdrücken? Mein Ironman-Helm. Kutrapali hat gesehen, dass du ihn dir genommen hast. Oh, den. Tja, weißt du, ich brauchte ihn und du hast ihn gerade nicht genutzt. Offenbar sind das die Regeln, nach denen wir jetzt leben. Vergeltung. Ist schon eine dumme Geschichte, oder nicht? Das ist der $500 Limited Edition Sammlerhelm und ich will ihn wieder zurück. Ich würde dir liebend gern diesen Wunsch erfüllen, aber unglücklicherweise wollte ich ihn gerade aufsetzen. Na schön, dann nehme ich mir deine Doktorurkunde. Nur zu, das ist der einzige Doktortitel, den du je kriegen wirst. Hier drin riecht es so komisch. Das war also deine erste Wachsenthaarung der Bikini-Zone. Und geht's wieder?
Ist noch etwas empfindlich, aber es geht schon. Oh. Dauert das immer so lange? Nein, normalerweise müssen Sie nicht los und noch mehr Wachs holen. Ich komme mir 3 Kilo leichter vor. Wirklich? Nur 3? Wollt ihr auch etwas trinken? Ja. Okay. Hast du dir das gestern auch mit dieser idiotischen Parkplatzsache anhören müssen? Stundenlang. Leider konnte ich das meiste nicht verstehen, weil Sheldon noch diese blöde Robotermaske aufhatte. Howard war so wütend, dass ich ihm Schlafmittel unter sein Eis gemischt habe, damit er endlich Ruhe gibt. Ja, das haben wir davon, dass unsere Kerle 2 testosterongesteuerte Alpha-Männchen sind. Früher oder später kreuzen sie die Klingen. Das sind dann wohl diese leuchtenden Plastikklingen aus dem Comicbuchladen. Eigentlich schade, dass Sheldon den Platz verloren hat. Er sollte nicht so leiden müssen, weil Howard jetzt der große Star ist. Ich weiß, Sheldon könnte Howard seine kurze Sternstunde ruhig genießen lassen. Wie ist das denn zu verstehen? Naja, Howard wird nie wieder in den Weltraum fliegen, aber Sheldon wird immer ein Genie sein. Du hast recht. Und ich bin mir sicher, Sheldon wird einen super Parkplatz zugewiesen, falls und wenn er einen wertvollen Beitrag zur Wissenschaft leistet. Falls und wenn? Okay, wir wechseln jetzt das Thema. Amy, wie fühlt es sich an im Schritt? Alles noch frisch? Eine Sekunde. Hey, keine von Sheldons Theorien ist jemals bewiesen worden. Mein Mann ist aber tatsächlich im All gewesen. Das war ein beeindruckendes Unternehmen. Er ist jetzt eine Inspiration für Millionen Menschen, die erkannt haben, dass man nicht besonders qualifiziert sein muss, um ins All zu fliegen. Ich erinnere mich noch an mein erstes Intim-Waxing. Meine Schwester hat es damals mit geschmolzenen Wachsmalstiften und Isolierband gemacht. Das war eine blöde Idee. Amy, ich spüre deine kleine Feindseligkeit. Meinst du, das kommt daher, weil dein Sexleben genauso theoretisch wie Sheldons Arbeit ist? Verdammt! Wenigstens wird Sheldon, wenn wir je Liebe machen sollten, dabei nicht an seine Mutter denken. Und ja, das ist ein unverhohlener Hinweis auf seine lebenslange Besessenheit, wieder in ihren geräumigen Schoß zurückkriechen zu wollen. Jedenfalls, noch heute kann ich keine Wachsmalstifte sehen, ohne die Beine übereinander zu schlagen. Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich werde nach Hause gehen und auf der Stelle Sex mit meinem Mann haben. Vielleicht lasse ich es mir von ihm sogar in der Parklücke besorgen. Das hört sich zwar versaut an, aber so habe ich es nicht gemeint. Okay, noch eine Frage. Wenn ein Zombie einen Vampir beißt und der Vampir beißt dann einen Menschen, wird der Mensch dann zu einem Vampir oder einem Zombie? Oder zu einem Zombier? Sheldon? Keks. Die sind alle. Dann verrate ich es ihm nicht. Hey, Sheldon! Ah! Er ist auf meinem Platz. Sag ihm, er soll nicht nackt auf meinem Platz sitzen. Aber was machst du denn da? Er hat ihn gerade nicht benutzt. Und ich war auf der Suche nach einem schönen, kühlen Stück Leder, um mit dem nackten Hintern darauf zu wackeln. Geh da runter. Dann gib mir meinen Ironman-Helm. Gib mir meinen Parkplatz zurück. Du brauchst keinen Parkplatz. Du hast kein Auto. Und du brauchst keinen Ironman-Helm. Du bist nicht Ironman. Tja, wie mir scheint, sind wir in einer Pattsituation und ich hätte gedacht, dass es dir mehr auf den Sack geht, dass dein Laptop auf meinem Sack liegt. Das habe ich noch gar nicht geschnallt, das hat ja was. Das ist aufregend. Ich fühle mich ganz kribbelig. Aber das könnte auch an meiner frisch entlaubten Bikini-Zone liegen. Die Augen auf. Auf dem Campus wimmelt es nur so von Sicherheitsleuten und die werden nicht zögern, uns auszuschimpfen. Verfluchte Bullen! Oh ja. Okay, gut. Fahr jetzt den Wagen ganz auf den Platz und lass uns dann verschwinden. Warte, ich soll meinen Wagen hier lassen? Ja. Und vergiss nicht, die Handbremse anzuziehen. Die Dinger sind dadurch echt schwer wegzuschieben. Bevor ich einparke, komm mal auf den Rücksitz. Ich will dir etwas zeigen, was ich heute hab machen lassen. Gut, jetzt machst du mich neugierig. Wie findest du das? Ich fürchte, du bist high von den Farbdämpfen.
Junge, das sind ja viele Heftpflaster. Also Howards Mutter ist echt auf jedem eurer Hochzeitsfotos drauf. Was soll ich sagen? Sie hat eben Volumen. Wo du auch hinsiehst, sie ist schon da. Noch Kaffee? Nein, ich gehe mit Lennart zu einem Physikvortrag und der Kaffee hält mich nur wach. Oh, ich gehe schon. Oh, wer spielt denn jetzt im Team Bernadette? Wo ist Howard? Er ist nicht da, was ist los? Er hat meinen Wagen abschleppen lassen, das hat mich $200 gekostet. Oh nein, wo hat er denn geparkt? Auf Sheldons Platz? Das ergibt keinen Sinn, Sheldon hat doch gar keinen Platz. War es vielleicht doch Howards Platz? Jetzt spiel nicht die dumme Schwester. Sag deinem Mann, er schuldet mir $200. Das ergibt irgendwie auch keinen Sinn. Wieso nicht? Weil ich es war, die ihn abschleppen ließ. Du? Das hast du nicht kommen sehen, was? Ach ja? Und du hast das hier nicht kommen sehen? Was um Himmels Willen hast du denn da drin? Nur Brieftaschenschlüssel und eine Kaffeedose voll Kleingeld, das ich zur Bank bringen wollte. Warte, ich hole etwas Eis. Tut es sehr weh? Bleib mir vom Leib, oder ich reiß dir das aus, was in deiner Bikinizone noch übrig geblieben ist. Hier. Oh, danke. Amy, meinst du nicht, dass die Sache ein wenig ausgeartet ist? Auch, findest du? Ja, doch. Penny, Bernadette, und mir tut es leid. Du hast sie geschlagen. Was hab ich getan? Du hast mich abschleppen lassen. Du hast auf Howards Platz geparkt. Ich hab auf Sheldons Platz geparkt. Sheldon hat keinen Platz. Hey, ich glaube, ich muss dringend in die Notaufnahme. Okay, ich helfe dir. Ich fahre. Dann siehst du, wo der Abschleppwagen mein Auto zerkratzt hat. Nein, der hat dein Auto nicht zerkratzt. Woher weißt du das? Weil ich es war. Guten Morgen, Professor Stevens. Hey, glotzen Sie nicht auf die Tafel. Das ist meine Mathematik, nicht Ihre. Gehen Sie weiter, Sie Schnorren. Was in aller Welt machst du da? Du hast gesagt, ich würde meinen Platz nicht benutzen. Doch das hat sich geändert. Okay, verschwinde jetzt. Nein, geht nicht. Du kannst nicht ewig da sitzen bleiben. Doch, denn ich habe einen Plastikbeutel an meinem Bein festgeschnürt. Der sagt, dass ich es kann. Gib auf, Wolowitz. Du hast einen überlegenen Intellekt vor dir, gegen den du nichts ausrichten kannst. Du hast keinerlei Möglichkeit, mir den... Das wird dir auch nichts nützen, Sheldon. Oh doch, na klar. Ich meine, was? Ich warne dich, Sheldon. Deine Drohungen kannst du dir sparen, denn nichts bringt mich hier weg. Hör auf damit! Verschwinde von meinem Platz! Nein! Also das reicht jetzt, ich rufe den Campus-Sicherheitsdienst an. Mach dich auf ein gehöriges Donnerwetter gefasst. Was treibt ihr Idioten da? Er will mich umbringen, Lennart. Videospiel und Rockmusik haben ihn der Gewalt gegenüber abstumpfen lassen. Würdest du endlich mal deinen verrückten Mitbewohner zur Vernunft bringen? Ihr seid beide völlig durchgeknallt. Das ist bloß ein Parkplatz. Das ist nicht bloß ein Parkplatz. Er kann es nicht ertragen, dass ich mittlerweile die höhere Anerkennung genieße als er. Das ist doch absurd. Ich bin immerhin dafür verantwortlich, dass die Schleifenquantengravitationsberechnungen entscheidend erweitert wurden. Und auch, dass sich unsere Betrachtung der Bose-Einstein-Kondensate gewandelt hat. Und allein mir ist es zu verdanken, dass der Automat in der Cafeteria mit Butterkeksen bestückt wurde. Das mag dir entgangen sein, als du wie ein Trottel im All herumgeschwebt bist. Und jetzt entschuldige mich, ich habe zu arbeiten. Oh Mann, ist das zu fassen mit dem Kerl? Was ich nicht fasse, ist, dass du versucht hast, ihn zu überfahren. Oh, als hättest du noch nie an sowas gedacht. Verachte mich also nicht nur, weil ich deinen Traum lebe. Hey, cooler Schlitten. Was machst du da drin? Ich fahre nur deinen neuen Wagen ein. Schluss damit, hör damit auf! Wie heißt es so treffend? Rache wird am besten nackt serviert. Hey, hast du kurz Zeit? Oh, natürlich, komm rein. Das ist ein echter chinesischer Wurfstern und ich muss dich warnen. Ich habe oft in Filmen gesehen, wie man ihn benutzt. Jetzt beruhige dich. Howard würde dir gerne etwas sagen. Genau. Sheldon,
Als das ganze Ding mit dem Parkplatz angefangen hat, hatte ich keine Ahnung, was für eine total verrückte Mist... Howard, so haben wir das nicht eingeübt. Ich hatte keine Ahnung, wie viel dir der Platz bedeutet. Deswegen war ich bei Präsident Siebert und hab ihm gesagt, es lohnt sich nicht, darum zu streiten. Also, du kannst ihn behalten und ich parke vor der Uni auf der Straße. Tja, Howard, danke sehr. Das ist eine edle Geste von dir. Damit erweist du dich als Mann von Größe. Danke. Und das halte ich für völlig inakzeptabel. Ich muss nämlich Größe beweisen. Deswegen darfst du meinen Parkplatz benutzen bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich fahren lerne oder ein Bettmobil bekomme. Wow, okay. Also, danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Och, da gibt es nichts zu sagen. Bloß, dass ich der Größere bin. Ich meine es ernst. Sag es. Sag es einfach. Du bist von uns der Größere. Ach, nicht doch. Und ich glaube, der hier gehört dir. Übrigens, trag ihn nicht, wenn du in eine Bank gehst, sonst reißen sie dich zu Boden. Ich würde gern einmal mit euch anstoßen. Auf das Begraben des Kriegsbeils. Auf das Begraben des Kriegsbeils. Irgendwie war es gut, dass das passiert ist. Finde ich auch. Auf eigenartige Weise hat es unsere Freundschaft gestärkt. Ja, und alle sind glücklich und froh. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Laut einer bemerkenswerten Kundenrezension auf Yelp waren Sie sehr erfolgreich, als Ihnen eine Santeria Susie 37 eine mit Hühnerblut verunreinigte Lederhose vorgelegt hat. Ich glaube, ich habe ein überaus ähnliches Problem. Dieses Kissen war einem nackten Rachegewackel ausgesetzt. Einem was? Ein nackter Mann hat darauf gesessen. Ich erläutere Ihnen kurz meine Sorge. Seine Ernährung ist reich an fetten Wurstaufschnitten. Welchen Test verwenden Sie, um Lipidrückstände nachzuweisen? Lipid was? Lipidrückstände. Ein anales Autogramm. Eine Visitenkarte des Kolon, wenn Sie wollen. Wäre Dienstag okay? Nur nichts überstürzen, wir haben es vielleicht mit einer Verschmutzung auf molekularer Ebene zu tun. Ich mach den Schein fertig. Ist das Ihr Sohn? Aha. Sein Laptop hat auch bessere Tage gesehen. Wenn Sie interessiert sind, den verkaufe ich. Noch keine 2 Jahre alt, hat ein 16 GB RAM mit Intel Core i7 Prozessor. Und ich kann Ihnen persönlich versichern, er ruhte weniger als 20 Minuten auf dem Penis eines Astronauten. Fühlt sich noch jemand beunruhigt durch den Spider-Man-Titelsong? Wieso beunruhigt er dich auf einmal? Es ist dein drittliebster Zeichentrick-Titelsong. Ja, genau. Gleich nach Du-Du-Du-Du-Du, Inspector Gadget. Und Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a Half-Shell. Turtle Power! Allerdings wird durch den Spider-Man-Text impliziert, Spider-Man könne alles machen, was auch eine Spinne kann. Ja, und? Na, Spider-Man kann eine Menge Dinge nicht wie eine Spinne machen. Erstens in den Ohr kriechen und daran sterben. Zweitens illegales Guatemala ohne Pass ausreisen. Drittens Sex mit einer Spinne haben. Können wir das Thema wechseln? Spinnen machen mir eine heitere Angst. Das heißt eine Heidenangst. Ich weiß, aber der Ausdruck ist diskriminierend. Wie wär's, wenn wir ein kleines Filmfestival veranstalten? Das Thema Filme, die ihre Fortsetzungen gekillt haben. Oh, wie der Weiße Hai 4, Indiana Jones 4, Daredevil 1. Mhm. Miss Undercover 2, fabelhaft und bewaffnet. Du weißt, dass ein Film furchtbar ist, wenn meine Freundin Sandy B. ihn nicht retten kann. Penny arbeitet heute, bin dabei. Ich nicht. Ich esse mit Bernadette und ihren Eltern zu Abend. Ah, und wir wissen, wie sehr du darauf stehst. Die reinste Folter, vor allem ihr Vater. Wir haben nicht das Geringste gemeinsam. Ich verrate dir, was ich gerne mache, wenn ich mit Menschen reden muss, die nicht mein intellektuelles Niveau haben.
Ich komme auf ein interessantes Thema zu sprechen, ja, wie der Unterschied zwischen Spider-Man und Spinnen. Danke, Sheldon, das versuche ich bei meinem Schwiegervater. Nein, das geht nicht, das ist mein Thema. Wie wäre Folgendes als Eisbrecher? Im Gegensatz zur gängigen Meinung existiert kein Platz in den kontinentalen Vereinigten Staaten oder Alaska oder Hawaii, von dem aus man sich durch den Erdmittelpunkt graben kann und in China rauskommt. Gut, danke. Nein, das kannst du auch nicht haben, das ist zu gut. Was ist mit dir, Sheldon? Hast du schon was vor? Leider ja. Amy will, dass ich sie zu einem Gedenkgottesdienst begleite. Für einen verstorbenen Kollegen asiatischer Herkunft. Deshalb eröffne ich unvermeidliche Gespräche, indem ich darauf hinweise, dass, egal wie tief sie ihn begraben, er trotzdem nicht zurück nach China kommt. Das hebt sicher die Stimmung. Tja, ich sorge nun mal überall für Heiterkeit. Amy? Amy? Oh, ach ja, Trauerfeier. Amy? Hallo, Sheldon. Ach, ich darf meine Silversurfer-Krawatte nicht tragen. Du hingegen darfst im Bademantel gehen? Ich glaube, ich bin zu krank, um dahin zu gehen. Du bist krank? Armes Ding. Wir sehen uns. Sheldon, willst du dich nicht um mich kümmern? Ich? Nein. Ich bin nicht so ein Doktor. Aber die Beziehungsrahmenvereinbarung legt fest, wenn einer von uns krank ist, muss der andere sich um ihn kümmern. Oh, jetzt verstehe ich deine Verwirrung. Nein, die Grundidee hinter dieser Klausel war, dich zu zwingen, dich um mich zu kümmern, wenn ich erkranke. Wenn es dir besser geht, wirst du das witzig finden. Vergiss es. Gute Nacht, Sheldon. Amy? 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 Ich habe mich schriftlich verpflichtet, dir in Zeiten wie diesen Trost zu spenden. Darüber hinaus bist du meine Freundin und ich sorge mich um dein Wohlergehen. Danke, Sheldon. Nicht doch. Bringen wir es hinter uns. Und wie geht's so? Gut. Schön. Gut ist schön. Wie gefällt dir der Ruhestand? Ganz gut. Das klingt wie ein Motto, hä? Haben Sie je über die Spider-Man-Titelmusik nachgedacht? Wann ist das Essen fertig? Ist gerade im Ofen, dauert noch ein Weilchen. Oh, ich mag blutiges Hühnchen. Fangen wir an. Das kann tödlich enden. Tod durch Hühnchen. Die Mörderhenne schlägt wieder zu. Hier hast du noch ein Bierschätzchen. Danke sehr. Sag, Mrs. Rostenkowski, Sie sind doch neulich im Grand Canyon gewesen. Wie war's denn? Es war gut. Wer hätte gedacht, dass Sie der Gesprächige sind? Genauso wie vor einer halben Stunde. Als wolltest du nicht gesund werden. Sheldon, eine schwere Erkältung geht nicht in einer halben Stunde weg. Nicht bei dieser Einstellung. Also ganz ehrlich, dein Umgang mit Kranken ist nicht gerade der netteste. Tut mir leid, ich möchte doch nur, dass du so schnell wie möglich gesund wirst. Ja, und mit diesem hohen Ziel vor Augen möchte ich dir eine Frage stellen. Glaubst du eigentlich an den Placebo-Effekt? Ja, natürlich. Viele Studien belegen seine Gültigkeit. Sehr gut. Also, das hier mag aussehen wie ein Tic-Tac. Aber es ist in Wirklichkeit ein sehr wirkungsvolles Medikament, speziell gedacht für die Heilung deiner Krankheit und es erfrischt deinen Atem. Sheldon, das hilft nicht weiter. Ich versuche einfach etwas zu schlafen. Wie kannst du jetzt schlafen? Ich sorge doch dafür, dass es dir besser geht. Ja, als erstes lege ich dir einen kalten Lappen auf die Stirn, singe dir etwas vor und reibe dir deine Brust mit einer Salbe ein.
Du reibst mir mit etwas die Brust ein? Ja. Ganz gründlich. Am besten fangen wir damit an. Jetzt verhältst du dich wie eine verantwortungsvolle Patientin. So, du verspürst jetzt vielleicht ein Kribbeln. Oh, aber das will ich doch hoffen. Also dann, haut rein. Langsam. Herr, bitte segne uns und diese Gaben, die wir in deiner Güte nun empfangen, durch Christus unseren Herrn. Amen. Sie nehmen mir die Worte glatt aus dem Mund. Und Dad, warst du in letzter Zeit wieder angeln? Nein, aber nächstes Wochenende wieder. Oh, angeln Sie gern? Ja. Na klar, das hört man ihn an. Oh, wenn er es nicht gern täte, würde er nicht gehen. Tja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hilf mir. Hey, Dad, nimm doch mal Howard irgendwann zum Angeln mit. Das wäre eine Gelegenheit, euch besser kennenzulernen. Oh, nein, nein. Wir kennen einander schon gut genug. Er fragt mir schon die ganze Zeit Löcher in den Bauch. Howie, das wäre doch lustig. Na schön, du kannst mitkommen. Wunderbar. Meine liebsten Männer gehen angeln. Also, nicht so schnell, Bernie. Nächstes Wochenende, da haben wir doch diese Sache. Welche Sache? Du weißt schon, die Sache. Oh, diese Sache. Nein, die Sache habe ich abgesagt. Gut, dann geht das klar. Du und ich, wir gehen angeln. Klasse. Danke für die Hilfe. Ich bin noch nie angeln gewesen. Das wird eine Katastrophe. Wenn du dich nicht vor ihm blamieren willst, musst du vorher üben. Hast du eine Ahnung, wie viele Wellington ich für mich gemacht habe, bevor ich euch einladen könnte? Kleiner Hinweis. Ihr seht sie hier, hier und hier. Raj hat vermutlich recht. Such dir jemanden, der dich vorher einweist. Weiß einer von euch, wie man angelt? Nein. Aber wenn du etwas fängst, dünste ich es dir in Bananenblättern. Ach bitte, kennt ihr denn niemanden, der sich mit solchen Männersachen richtig auskennt? Moschke? Schritt 1, Würmer. Okay, gleich vorweg. Iu gehört zu den Dingen, die du dir vor deinem Schwiegervater verkneifen solltest. Genau wie Igitt, und ich fasse das nicht an. Jetzt nimm dir einen raus. Wirklich? Das gehört zum Angeln dazu. Okay. Worauf wartest du? Vielleicht darauf, dass sie eines natürlichen Todes sterben. Nimm dir einen Wurm und häng ihn an den Haken. Na gut. Da! Ich bin kein Experte, aber ich glaube, der Haken muss durch den Wurm. Na gut. Entschuldige, Mr. Wurm. Scham, scham, der Wurm. Hey, er braucht keinen Namen. Steck ihm den Haken durchs Gesicht. Du schaffst das, Kumpel. Ja, komm schon, Howard, steck den Wurm drauf. Das kriegst du hin. Echt super, Cheerleading macht so richtig männlich. Und die Kontrollgruppe weist signifikant weniger genetische Anomalien auf. Aber solange sie nicht aufgrund von Mängeln in der Versuchsanordnung hinsichtlich Umwelteinflüssen und Ernährung sterben, leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ende. Das war schön. Leit mich wieder ein. Nein, jetzt wäre auch wieder Zeit für ein Schläfchen. Und irgendetwas in dieser Salbe macht dich ganz wuschig. Wie geht's dem armen Ding? Oh, ich komm schon klar, danke der Nachfrage. Hey, Amy, ich habe hier ein paar Medikamente, an denen wir im Labor arbeiten. Die hier sind ziemlich gut für den Kreislauf, aber hin und wieder brennen die Tränen dadurch wie Säure. Also wenn du sie nimmst, denk an was Schönes.
Ich bereite dann ein Entspannungsbad vor. Wo ist dein Badethermometer? Ich habe kein Badethermometer. Na schön, in dem Fall lasse ich dir ein nervenaufreibendes Bad mit ungewisser Wassertemperatur ein. Das ist ein richtig guter Hustenlöser, obwohl ein paar Testpersonen dadurch unwillkürlichen Milchfluss beim Hören von Musik hatten. Okay, ich verrate dir was. Das Zeug brauche ich nicht. Ich bin nicht krank. Das verstehe ich nicht. Ich bin seit 2 Tagen wieder gesund. Es ist einfach so schön, wie sich Sheldon um mich kümmert. Dann lügst du ihn also an? Siehst du das Zeug in meiner Nase? Gummikleber. Ich will ja wirklich nichts sagen, aber das sind Sachen, die eigentlich nur Verrückte machen. Na schön. Ich sag's ihm. Amy, bist du kräftig genug, um alleine zu baden oder benötigst du meine Hilfe? Ich sag's ihm morgen. Mama braucht ein Bad. Nehmen wir an, es geschieht ein Wunder und du fängst tatsächlich einen Fisch. Dann wirst du ihn sofort ausnehmen. Also, das geht so. Du greifst dir das Messer und schneidest ihn gleich am Bauch auf. Soll ich aufhören? Ne, mir geht's gut, mach weiter. Okay, gut, du darfst nur nicht zu tief in die Eingeweide schneiden, das Blut spritzt dir sonst voll ins Gesicht. Oh mein Gott, was ist nur los mit euch? Das ist nicht unsere Schuld. Unsere Dads haben sowas nie mit uns gemacht. Was, echt nicht? Nein, mein Dad war doch Anthropologe. Die einzige Vater-Sohn-Zeit verbrachte er mit dem 2000 Jahre alten Skelett eines etruskischen Jungen. Dieses Kind habe ich gehasst. Meiner ließ mich immer in seiner Gynäkologiepraxis warten. Vor Langeweile habe ich mir vaginale Gleitmittel auf die Sohlen geschmiert und so getan, als würde ich Schlittschuh laufen. Ja, und meine schönste Vater-Sohn-Zeit war die, wenn ich im Fensterstand hinausstarrte und darauf wartete, dass er irgendwann zurückkommen würde. Okay, Howard hat gewonnen. Naja, wir haben als Kinder vielleicht nicht solche Möglichkeiten gehabt, aber du hast jetzt einen Vater, der dich zum Angeln mitnehmen will. Du hast recht. Ich zieh das jetzt durch. Sehr schön. Weiter geht's. Als nächstes steckst du deinen Daumen tief in den Schlund, packst die Eingeweide und ziehst. Es geht los. Oh, das ist ein Weibchen. Seht ihr die vielen Eier? Oh, Mann, das ist so schön. Oh, so. Ach, Schaden. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Irgendwie geht's mir wieder schlechter. Da hilft nur ein schönes Bad. Das überrascht mich doch ein wenig, ja, weißt du, denn gestern hatte ich die Sorge, dass du gar nicht gesund wirst. Deswegen habe ich bei dir im Schlaf einen Mundschleimhautabstrich gemacht und davon eine Kultur angelegt. So? Ich habe die Ergebnisse hier. Ja, verspürst du vielleicht eines der folgenden Symptome? Eine wachsende Nase oder vielleicht ein schrumpfendes Gefühl unterhalb der Bauchregion? Auch volkstümlich bekannt als Lügen haben kurze Beine. Na schön, ist ja gut. Aber ich war am Anfang wirklich krank. Es war nur so schön, wie du dich um mich gekümmert hast. Es tut weh, dass du mich belogen hast, Amy. Ich dachte, unsere Beziehung beruht auf Vertrauen und gegenseitiger Bewunderung zu meinen Gunsten. Es tut mir auch ganz schrecklich leid. Es schmerzt mich, dir das zu sagen, aber ich fürchte, eine Form der Bestrafung ist hier nötig, damit ein derartiges Verhalten nicht wieder vorkommt. Ich nehme an, das ist okay. Was schlägst du vor? In einer perfekten Welt würde ich dich auf dem Marktplatz an den Pranger stellen. Aber bestimmt braucht man eine Genehmigung. Du könntest mir verbieten, in die Premiere des nächsten Star Trek-Films zu gehen. Oh, das erscheint mir allzu streng. Du hast nur einer Schwäche nachgegeben und niemanden umgebracht. Weißt du, es ist vielleicht ein wenig alte Schule, aber mein Vater hat ganz gern zur Rute gegriffen, wenn mein Bruder sich in seinen Wagen schlich und heimlich seinen Fahrwhisky getrunken hat. Heißt das, dass du mir den Hintern polieren willst? Von Wollen kann keine Rede sein. Aber wie es aussieht, lässt du mir keine Wahl. Du hast recht.
Ich war ein ganz böses Mädchen. Hey ho, hey ho, das Angeln macht uns froh. So gehst du angeln? Nicht gut. Der Verkäufer im Laden meinte, sowas würden Fischersleute tragen. Vielleicht im Zeichentrickfilm. Das hätte ich wissen müssen, bevor ich die Fotos auf Facebook gepostet habe. Na, dann fahren wir mal los. Ich schieße mal gerne ein paar Enten im Morgengrauen. Was, wir wollen auf etwas schießen? Ich nehme gern die großen Patronen dafür. Du kannst sie dann zwar nicht mehr essen, aber es macht Spaß, sie explodieren zu sehen. Sir, ich bin sehr froh, dass Sie mich eingeladen haben. Ich würde es auch schön finden, wenn Sie mich mögen. Aber ich fürchte, dass dieser Ausflug nicht das Richtige dafür ist. Und ich kann die Sachen nicht zurückgeben, wenn Entenbrocken draufkleben. Wieso wolltest du dann mitkommen? Weil Bernadette mich gezwungen hat. Ich wollte mich auch davor drücken. Meine Frau hat verlangt, dass ich fahren soll. Wirklich? Ihre Frau zwingt Sie zu etwas? Sie sind ein kräftiger, angsteinflößender Kopf. Du bist Astronaut und deine Frau zwingt dich auch und sie ist nur 1,20 Meter groß. Was wollen wir jetzt tun? Die beiden erwarten, dass wir übers Wochenende wegfahren. Ich kenne ein Indianer-Casino in der Nähe von Palm Springs. Weißt du, wie man 7-Eleven spielt? Nein, aber ich kenne auch andere Würfelspiele. Ich war mal Kniffelmeister an der hebräischen Schule unserer Synagoge. Mazel Tov. Ich zeige dir, wie man es spielt. Wirklich? Danke, Sir. Nenn mich Mike. Okay. Oh Mann, wir sind schon mit ein paar ganz schönen Hausdrachen verheiratet, was, Mike? Das sind immer noch meine Frau und Tochter, von denen du sprichst. Ganz wunderbare Frauen. So weit würde ich nicht gehen. Bist du bereit, deine Strafe zu empfangen? Eine Sekunde noch. Ich mach schnell etwas Musik. Wieso? Wir wollen doch nicht die Nachbarn stören, während du mich disziplinierst. Gut, also dann. Leg dich über meine Knie, wir fangen an. Oh Mann! Entschuldige mal. Du sollst dabei kein Vergnügen empfinden. Dann musst du mich kräftiger polieren. Vielleicht mache ich das sogar. Wuhu! Halten Sie die Kaminseiten in aufrechter Position und senken Sie den Kaminsims in die dafür vorgesehenen Fugen. Unglaublich, ich habe mit eigenen Händen einen Kamin gebaut. Du bist ein echter Kerl. Oh, ich habe mich am Papier geschnitten. Das musste ja passieren, deine Hände sind zarter als Kalbsfilet. Oh, bevor ich es vergesse, Samstag plane ich einen kleinen Dungeons & Dragons Abend mit den Jungs. Echt? So willst du deinen Samstagabend verbringen? Aber ja, ich komme doch sonst kaum noch zum Spielen. Ach du Ärmster, deine Freundin aus dem wirklichen Leben, mit der du ins Bett gehen könntest, steht dein Brettspielen im Wege? Ein bisschen schon, ja. Oh, toll. Ich spiele gern mit bei Dungeons & Dragons. Oh, es tut mir leid. Ich hätte das früher erwähnen sollen. Du bist nicht eingeladen. Wieso nicht? Ich beschreibe es dir mal. Wir Männer müssen uns hin und wieder befreien von den Fesseln des Anstandes und auf Tuchfühlung gehen mit unserem ursprünglichen Selbst. Was denn beim Würfeln und Fantasiespiel mit kleinen Figürchen? Wie es Wilde nun mal tun. Samstagabend? Aber ich habe die ganze Woche gearbeitet. Der Tag sollte uns gehören. Ich muss leider hingehen. Wir spielen als Gruppe. Ja, und wenn ich nicht auftauche, werden alle dir die Schuld geben. Es heißt dann, Bernadette hat's uns verdorben. Sie ist furchtbar. Also, du siehst, ich bin quasi gezwungen, dahin zu gehen. Für unsere Ehe. Du bist ein Idiot. Ich bin ein Idiot? Für immer.
Nein, ich weiß, ich habe versprochen, wir gehen in Silver Lake essen und sehen uns die Weihnachtslichter im Griffith Park an, aber Leonard hat gesagt, er macht ein D&D-Spielabend. Das heißt, der Samstag wird statt irre jetzt super sein. Also dann, Sheldon, damit wir mit der Suche anfangen können, musst du dieses kleine Weihnachtsgeschenk auspacken. Ein Weihnachtsgeschenk? Du weißt, dass ich Weihnachten nicht ausstehen kann. Was hast du gegen Weihnachten? Oh, wo soll ich anfangen? Bäume in der Wohnung, übermäßiger Gebrauch der Worte fest und froh und die absurde Sitte mit nur einer Socke. Jeder weiß, dass Socken paarweise auftreten. Wer trägt nur eine Socke? Ein Pirat mit Holzbein. Das hatte ich nie bedacht, danke. Würdest du es endlich rausholen? Oh, eine Schriftrolle. Ich finde Schriftrollen toll. Sie sind mein drittliebstes Übertragungssystem für das geschriebene Wort. Nach Steintafeln und Himmelsschreibern. Ihr alle seid nun hier versammelt zur Teilnahme an einem spannenden Dungeons & Dragons Abenteuer. Eure Suche beginnt in einem versteckt liegenden Dorf der Elfen, die alle massakriert wurden. Oh, das fängt ja richtig gut an. Eure Aufgabe ist die Rettung des Anführers aus einem Verlies der Oger. Oh, das wird sehr verzwickt. Der Name dieses Anführers lautet Santa Claus. Was? Nein, nein, nein. Eigentlich heißt es Ho, 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 aber du kommst schon noch drauf. Ich dachte, es wäre ganz witzig mit einem weihnachtlichen Thema. Witzig? Das Vermischen von Dungeons & Dragons mit Weihnachten ist wie das Schmieren eines Sandwiches mit Butter, dem am besten schmeckenden Streichfett, und mit Vaseline, dem am schlechtesten schmeckenden Streichfett. Okay, fangen wir an. Ihr befindet euch in den noch qualmenden Trümmern des Dorfes von Santa. Hier hat augenscheinlich eine furchtbare Schlacht stattgefunden. Oh, beim ersten Monster schleiche ich mich von hinten ran, hole meinen Zauberstab raus und schieße ihm meinen Zauber auf den Arsch. Hörst du dir eigentlich selbst zu, wenn du solche Sachen sagst? Ihr seht Ogerfährten und eine mit Lebkuchenkrümeln gelegte Spur im Schnee. Sheldon, was machst du? Ich signalisiere meine Verachtung für deinen grausamen Plan, mir weihnachtliche Freude aufzuzwingen, indem ich eine Geste vollführe, die sagt, seht euch den nur an. Gut, Howard, was tust du? Ich folge den Ogerfährten vorsichtig und sehe mich auf dem Weg nach Geheimgängen um. Und du entdeckst eine Geheimtür, hinter der ein dunkler Gang liegt. Okay, Leute, machen wir einen Plan. Die Hexenmeister warten hinten, während die Kämpfer vorne... Ach, scheiß drauf, ich geh jetzt da rein. Halte durch, Santa, ich komme zu dir. Okay, du rennst in einen Raum voller Waffen. Berührst ein Stolperdraht. Eine Kanone pustet dir das Gesicht weg, du bist raus. Was? Eine Kanone? Bin ich echt raus aus dem Spiel? Du Glücklicher. Ja, aber es geht weiter. Warte, hat denn keiner eine Route der Wiederauferstehung? Falls jemand eine hat, ich brauche sie dringend. Komm mit deiner Route her und gib sie mir. Sag dir sowas zuerst im Geiste vor, bevor du es aussprichst. Hey, ich unterbreche nur ungern euer Spielchen, aber ich dachte mir, ihr würdet gern sehen, was euch heute entgeht. Also, Bernadette? Bernadette trägt Pumps mit Leopardenmuster und ein fantastisch ausgeschnittenes rotes Kleid von Forever 21. Und unsere Amy zeigt heute sehr viel Fußknöchel. In einer Kombination, die vermutlich von Forever 63 ist. Und ich selbst hab ein schickes Teilchen an, das mich von zwei Strafzetteln und dem Geschworenendienst befreit hat. Ich weiß, dass das ein rhetorischer Hinweis sein soll. Ich weiß nur nicht, worauf. Bis dann, Jungs. Wir gehen was trinken. Wartet, kann ich mitgehen? Meine Figur ist im Arsch. Leider nicht, Ratsch. Heute ist Mädelsabend. Vielleicht ein andermal. Okay. Na komm. Ja. Mädelsabend, Mädelsabend, juhu. Wieso hört er das nicht? Und was ist geplant? Erteilen wir heute unseren Kerlen mal eine Lektion, lassen uns volllaufen, locken fremde Typen aufs Damenklo und verwandeln die Kabine in einen Tempel der Sinne? Nein! Junge, wer ist jetzt hier für immer 63? Können wir noch eine Flasche Shampoos für den Tisch bekommen? Keine Sorge, auf meine Rechnung. Danke. Au, wir sollten dich viel öfter mitnehmen und nicht nur, weil das hier ohne dich nur eine Dose Bier wäre. Ist mir eine Freude. Nichts macht mich glücklicher, als eine Lady zu verwöhnen. Frag nur meinen Hund. Mein Tierarzt sagt, wenn ich ihr noch mehr Leberpastete gebe, stirbt sie an Gicht. Hey,
Hey, wir helfen Raja, ein Mädchen kennenzulernen. Nein, nein, ich komme klar. Oh, wartet, reden wir hier von einem One-Night-Stand oder wollen wir für ihn etwas Festes suchen? Eine zum Flachlegen. Schluss damit, ruiniere uns das hier nicht. Du bist ein netter Kerl und das ist eine Bar voller Single-Frauen. Lass dir mal helfen. Ja, du bist ein toller Fang. Ich weiß, du bist schüchtern, aber trotzdem kannst auch du irgendwann das große Glück finden. Das ist lieb von euch, aber was könnt ihr da schon machen? Uns umsehen, eine geeignete Frau finden und dich ihr vorstellen. Okay, ein paar Sachen vorweg. Sagt nicht, dass ich aus einer reichen Familie komme. Sie soll mich so lieben, wie ich bin. Und ja. Sie muss irrsinnig heiß sein. Auf der Skala eine 9 oder 10. Eine 9 oder 10. Gut, eine 8 ist akzeptabel, wenn sie noch eine andere zum Whirlpool mitbringt. Mit anderen Worten, du nimmst jede, die dich will, richtig? Du bringst das auf den Punkt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du die Figuren bei mir gekauft hast. Oh, ja, die habe ich von Amazon. Ja, ich verstehe. Wozu? Einen Freund unterstützen, wenn man ein multinationales Unternehmen unterstützen kann, das dem Freund nach und nach die Gurgel zuschnürt. Ich weiß, aber beim Online-Shoppen kann ich sogar auf dem Klo sitzen. Hast du meinen Laden gesehen? Das ganze Ding ist ein Klo. Können wir bitte weitermachen? Ja? Klar, entschuldige. Du kommst zum Ende des Tunnels und findest eine große Kiste. Was tust du? Und Howard, sag nicht wieder, ich begrapsche die Riesenkiste. Entschuldige bitte, ich bin verheiratet und so etwas Kindisches würde ich nie sagen. Schön, was tust du? Ich trete heran an die große Kiste, vergrabe mein Gesicht in der Kiste und mache... Ich mache die Kiste auf. Sie ist verschlossen, aber auf einmal schlägt die Tür hinter dir zu und die Wände des Raumes bewegen sich auf dich zu. Das ist nicht gut. Meine Figur und ich, wir haben Klaustrophobie. Glühende Lettern erscheinen auf der Kiste, die bedeuten, willst nicht werden zu Tode zerquetscht, sing von Swati Watzlaw und seinem Siege, yes. Wer in aller Welt ist Swati Watzlaw? Die Wände rücken näher. Oh Mann, echt super hier. Der heilige Wenzel oder Swati Watzlaw ist ein Fürst in Böhmen gewesen. In 10 Sekunden wirst du zerquetscht. 9, 8. Okay, was machen wir jetzt? 7. Warte, Swati Watzlaw kennt man auch als den guten König Wenceslaus aus dem beliebten viktorianischen Weihnachtslied. Nie gehört, muss das einzige Weihnachtslied sein, das nicht von einem Juden ist. 3, 2... Nun sing schon das verdammte Lied. Guter König Wenceslaus schaut am Stephansfeste, Schnee lag tief und hart ums Haus, Weißwein, Strauch und Äste. Die Wände werden langsamer. Glänzend schien des Mondes Licht, in der Frostnacht eisig, kam ein armer Mann in Sicht, sammelt Holz und Reisig. Die Wände halten an, du bist gerettet. Das war umwerfen, Scherben. Wie bist du darauf gekommen? Ach, das war einfach. Ich habe eine wohlbekannte historische Tatsache aus Böhmen mit der Erinnerung an meine Omi und meinen Opi kombiniert, die Weihnachtslieder singen, während ich vor dem Kamin sitze und versuche, einen Hochenergieteilchenbeschleuniger aus meinen Legosteinen zu bauen. Okay, weiter geht's mit unserer Suche. Nein, wartet, es gibt noch weitere 4 Strophen. Ich muss das Lied erst noch zu Ende singen. Komm, mein Knappe, zu mir her. Hör, was ich dich frage. Jener Bauer, wo wohnt er? Was schafft er am Tage? Glänzend schien des Mondes Licht in der Frostnacht Eis. Läuft doch ziemlich gut, hä? Ja, natürlich, was sonst? Sie wurde gerade von ihrem Freund abserviert. Sie ist wütend, sie ist betrunken und ihr Lieblingsfilm ist Slumdog Millionär. Na bitte. Das ist eine Traube, die niedrig hängt. Ja. Oh, hey, da kommt er. Na, wie ist es gelaufen? Gut, ich habe ihr ein paar Drinks spendiert und sie gab mir die E-Mail-Adresse. Jennifer, et auch nicht, wenn du der letzte Kerl auf Erden wärst, .loser. Was? Schade, Raj. Wieso finde ich nur niemanden? Ich bin intelligent, habe einen coolen Job und mein natürlich gebräunter Teint erlaubt mir, Senfgelb zu tragen, was den meisten Männern nicht steht. Oh, Schatz, es liegt nicht an dir, sondern an denen. Das ist nicht wahr. Sie war zu hübsch für mich. Oh, wieso sagst du das? Weil es stimmt. Ich fühle mich von Frauen angezogen, die ich nicht haben kann. Das war schon immer so. So ist es auch bei euch beiden gewesen. Oh, wieso denn das? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil es eine Zeit gab, als ich in Penny verknallt war und ich dachte, sie steht auch auf mich, weil sie betrunken und nackt mit mir ins Bett gegangen ist. Aber offenbar habe ich die Signale falsch gedeutet. Und du warst auch in Bernadette verknallt? Das war noch vor Penny. Ich verliebe mich nur in eine der Freundinnen meiner Freunde zur selben Zeit. Ich bin sehr altmodisch in der Hinsicht. Also dann irgendwann mal... Warst du auch an mich verschossen? Nein, ganz und gar nicht.
Aber Ratsch, nicht mal ein kleines bisschen? Nicht, dass ich wusste, nein. Denk scharf nach. Nee, Mädels, naja, das Herz will, was das Herz begehrt. Und in der Sache wollte es wirklich nicht das Geringste. Was denn? Gebt auch euren Nächsten, ihr wird euch Gottes Segen. Badabam. Fertig? Ich glaube, du wolltest sagen Bravo. Gut, weiter. Du verlässt den Raum und stehst auf einmal vor einer Pfütze aus geschmolzenen Schneemännern. Oh, geschmolzener Schneemann. Liegen Karotten und Kohlestückchen im Wasser? Ich weiß nicht, ist das wichtig? Es ist ein Spiel für die Vorstellungskraft. Zeichne ein Bild. Na gut, du verlässt den Raum und stehst vor einer Pfütze aus geschmolzenen Schneemännern. Es liegen Karotten und Kohlestückchen im Wasser. Oh, und was ist mit den Zylinderhüten und den Maiskolbenpfeifen? Die liegen auch da. Oh, als wäre ich wirklich dort. Ich sag euch eins, das ist der größte Weihnachtsspaß, den ich hatte, seit mein Therapeut das Mittel gegen meine Angst gewechselt hat und ich mir keine Sorgen mehr um das Blut in meinem Stuhl mache. Schöne Geschichte. Was trinkst du da? Ein Schlückchen Eggnog? Ja. Ist das ein Problem? Nein, es ist schön, dass du dir ein Weihnachtsgetränk schmecken lässt. Sehr weihnachtlich. Seit wann ist Eggnog ein Weihnachtsgetränk? Eier gibt es das ganze Jahr zu kaufen. Ich selbst trinke Eggnog gerne am Swimmingpool. Ich bitte dich, Sheldon. Du kennst alle Weihnachtsgeschichten und die Weihnachtslieder. Und du hast jetzt ein Schnurrbärtchen vom Eierflip. Gib's ruhig zu. Dich hat die Weihnachtsstimmung erfasst. Ach, red doch bitte keinen Unsinn. Weihnachten ist ein Haufen Mist, der von der Glitzerindustrie erfunden wurde. Wieso ist das so wichtig für dich? Ehrlich gesagt hatte ich als Kind nur beschissene Weihnachtsfeste und da musst du mir nicht auch noch die Freude verleiden. Was war denn so schlimm? Ich bin in einem Haus voller verrückter Akademiker aufgewachsen. Und statt dem Weihnachtsmann Milch und Kekse hinzustellen, musste ich ihm eine Facharbeit hinlegen. Und am Morgen konnte man sehen, dass er da war, denn die Arbeit war dann benotet. Kein Wunder, dass du Weihnachten liebst. Das hört sich fabelhaft an. Das war's aber nicht. 4 Jahre hintereinander bekam ich nur eine 3-. Ich bin vertraut mit deiner Arbeit. Die 3- war dein Geschenk. Emmy, es tut mir aufrichtig leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ist schon gut. Ich bin's gewohnt, die zu sein, die man kein zweites Mal ansieht. Ich bekam meinen ersten Kuss mit 22 und das auch nur, weil der Typ sein Insulin zurückhaben wollte. Manchmal will die Bauchspeicheldrüse nur das, was sie begehrt. Vergesst es. Ich erwarte von euch nicht, dass ihr das versteht. Ich verstehe dich gut. In der 7. haben wir Flaschenrennen gespielt und die Flasche zeigte auf Alina. Sie sagte, wenn ich näher komme, zerbricht sie die Flasche und schneidet mich. Das hältst du für schlimm? Auf einer Party wurde ich ohnmächtig und bin mit mehr Klamotten aufgewacht, als ich vorher anhatte. Manchmal fühle ich mich so allein, dass ich mich auf meine linke Hand setze, bis sie taub ist. Und dann nehme ich sie in meine rechte Hand und tue so, als würde ich mit jemandem Händchen halten. Mache ich auch. Manchmal versucht die linke Hand dann, mich zu begrapschen. Und ich lasse es zu. Es ist schön, mit jemandem zu reden, der weiß, was es heißt, allein zu sein. Ja, finde ich auch. Aber jetzt bist du nicht mehr allein. Du hast Sheldon. Allerdings. Und keine Sorge. Irgendwann ist doch jemand für dich da. Danke. Ich hoffe, sie ist nur halb so nett und umwerfend wie du. Danke, Rajesh. Er will mich, mir geht's gut. Wir können gehen. Verdammt. Was denn? Jetzt, da ich weiß, dass sie nicht auf mich steht, interessiere ich mich für sie. Alles klar? Ich glaube, ich habe den Code für das Herablassen der Zugbrücke geknackt. Prima. Legen wir los. Die Zugbrücke senkt sich. Meine Schulter spielt verrückt. Spiel gegen den Schmerz an. Es ist geschafft, die Zugbrücke ist unten. Ihr überquert den Graben und findet euch in einem kleinen Verlies wieder. Und in der Ecke, an die Wand gekettet, hängt der blutverschmierte und verprügelte Santa Claus. Er sagt, ho, ho, helft mir. Ja,
Wir haben ihn gefunden. Weihnachten ist gerettet. Verratet meiner Mutter nicht, dass ich das gesagt habe. Ich hole meinen Generalschlüssel heraus und laufe zu Santa, um ihn zu befreien. Aber zuerst werfe ich einen Lähmungszauber über Stuart und Howard. Wieso das denn? Du kannst nicht reden, du bist gelähmt. Ich nähere mich Santas großem, fetten Gesicht und sage, sieh an, sieh an, sieh an. Der lustige alte Weihnachtsmann, so sehen wir uns wieder. Ja, unsere letzte Begegnung war in der Baybrook Mall in Galveston, Texas, als ich 5 Jahre alt war, weißt du es noch? Okay. Ja, meine Mutter zerrte mich dorthin, verpflanzte mich auf deinen Schoß und du fragtest mich, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Und ich sagte, meinen lieben Opi, weil das Jahr war, in dem mein Großvater starb. Er hat mir gefehlt und ich wollte ihn wiederhaben. Das ist gruselig, oder? Mein Opi war der Einzige in meiner Familie, der mich ermutigte, mich der Wissenschaft zuzuwenden. Aber du hast ihn nicht zurückgebracht, nicht wahr? Nein, stattdessen bekam ich Holzklötze. Tja, man kann sehr vieles bauen mit diesen Holzklötzen. Mein lieben Opi leider nicht. Und jetzt hängst du hier und bittest mich um etwas, dich zu retten. Weißt du, es tut mir leid, lieber Weihnachtsmann, aber heute ist nicht dein Tag. Ich lasse dich hier unten verrotten. Ich hoffe, dass die Oger dir die Knochen abnagen. Ich nehme den Generalschlüssel und werfe ihn in den Abgrund. Und im Hinausgehen trete ich Santa genüsslich in seinen wackelnden Schmerbauch. Okay. Also Wolowitz und Stuart sind gelähmt worden, Santa ist tot und ich habe das hier Sex mit meiner Freundin vorgezogen. Santa? Oh, hallo Sheldon. Du müsstest eigentlich schlafen. Dann darfst du keine Glöckchen an deine Stiefel machen. Oh, ich wollte schon lange mal mit dir reden, denn es tut mir leid, dass ich dich so enttäuscht habe, als du ein kleiner Junge warst. Ich kann zwar viele Dinge herzaubern, aber leider kann ich dir deinen lieben Opi nicht wieder zurückbringen. Ich verstehe. Aber ich habe hier etwas ganz Besonderes für dich. Schließe die Augen. Oh, ich hoffe, es ist eine Eisenbahn. Nein, es ist besser als das. 2 Eisenbahnen? Besser. Ich bekomme 3 Eisenbahnen. Okay, Augen aufmachen. Das ist dafür, dass du mich im Verlies gelassen hast, damit die Oger mich lebendig fressen können. Ja, warte, nicht so schnell. Also, zu meiner Verteidigung kann ich... Ho, 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 du Vollpfosten! Ich gebe zu, Leonard, als du mir die Idee unterbreitet hast, Riesen-Jenga zu spielen, war ich skeptisch. Mich nimmst du nicht übel. Zwergentwist, das ist nun mal ein Flop gewesen. Doch, ich hab mich geirrt. Die stets präsente Gefahr, von herabstürzenden Holzklötzen begraben zu werden, fügt ungeahnte Spannung hinzu. Ich hab mich nie so lebendig gefühlt. Oh, hallo Alex. Ich hole schnell die Aufzeichnungen der vergangenen Nacht. Welche Aufzeichnungen? Na, du hast mir mal gesagt, dass ich im Schlaf reden würde. Daraufhin kam mir der Gedanke, dass darunter, wie bei allem, was ich sage, pures Gold ist. Deswegen habe ich angefangen, alles aufzuzeichnen. Und nun hat Alex die Aufgabe, sich durch die 8 Stunden zu kämpfen, die ich Sheldon bei Nacht nenne. Hey, Leonard. Hey, wir spielen nur etwas Riesen-Jenga. Oh, ich weiß, ich muss ihm den Helm kaufen. Und, hast du dieses Wochenende schon was vor? Oh, Samstag werde ich versuchen rauszufinden, wo wir das Ding unterbringen, wenn wir fertig sind. Was machst du? Ich höre mir Kip Thorne an. Der Physiker hält einen Vortrag über das Raumzeitkontinuum. Oh, das ist seine Antwort auf John Wheelers Quantenschaum. Das wird bestimmt toll. Wenn du willst, kannst du mich begleiten. Würde ich zwar gern, aber ich verbringe den Abend mit Penny. Bring sie mit? Ach, sie interessiert sich nicht für solche Dinge. Ja, okay. Wenn du wissen willst, wie der Vortrag war, kann ich dir bei der Arbeit erzählen oder, naja, vielleicht bei einem Abendessen. Ja, Jenga, ich hab gewonnen. Oh, ich bitte dich, das kann nicht stimmen. Ich habe es recherchiert. Tony der Tiger, Digam der Frosch, Captain Trent, Tukan Sam, Graf Schokula, Rix der liebe Hase, Snap, Crackle und Pop. Keins der Frühstücksflocken-Maskottchen ist ein Mädchen.
ein einziges Festival der Frühstückshengste. Sind wir damit durch? Ja, fast. Frankenberry, Blueberry, Sugar Bear und der Honignusskringel. Ich glaube, der Name ist Buzz. Gut zu wissen, was Komisches geht vor und ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn los? Sheldons Assistentin hat mich zu einem Date eingeladen. Wie kannst du nur? Ich arbeite an der Sache mit Alex schon seit Wochen. Du arbeitest dran, du kannst nicht mal mit ihr reden. Ich rede mit meinen Augen. Du guckst wie mein kleiner Cousin, wenn er in seine Windel macht. Ich weiß, dass ich eine Freundin habe. Echt eigenartig. Oh mein Gott, dir gefällt das. Mit jeder Körperzelle. Ich habe nicht vor, mich darauf einzulassen. Ich liebe Penny. Ich genieße es nur, dass sich eine attraktive junge Frau ein bisschen für die Ware interessiert. Ich verachte dich und musste gleichzeitig du sein. Es ist fast so, als wäre Ryan Gosling hier. Ah, Gentleman. Was steht auf der Konversationskarte heute Morgen? Leonard klaut mir die Frau und weiß, dass ich nur 6 Monate von meinem nächsten Schritt entfernt bin. Ich würde dir nie jemanden klauen. Deine Assistentin steht total auf diesen Arsch und er liebt es. Also das ist inakzeptabel. Hey, ich bin ihr Boss. Sie muss sich auf meine Bedürfnisse konzentrieren und soll sich nicht ablenken lassen von deiner sanftweichen, androgynen sexuellen Erscheinung. Ich bin androgyn? Also bitte, sieh dich doch an mit deinen weiblichen Schmolllippen. Was ratet ihr mir, was ich tun soll? Du solltest Alex sagen, dass dein Herz Bernie gehört. Ich biete ihr eine Schulter zum Ausweinen an und in einem halben Jahr besorge ich es ihr richtig. Und ich danke euch allen, dass ihr es so kurzfristig einrichten konntet. In der Vergangenheit habe ich euch zwar immer nur individuell kontaktiert, aber ich glaube, mein aktuelles Problem erfordert die kollektive Erfahrung der Gruppe. Ja, wie ihr es auch lesen könnt auf euren Gedenk-T-Shirts, die ich bedrucken ließ mit Sheldon Coopers Rat der Ladies. Was passiert hier gerade? Ich hätte gerne euren Rat zu einer delikaten Angelegenheit am Arbeitsplatz. Um die Beteiligten zu schützen, ändere ich aber ihren Namen. Um wen geht's denn? Um einen kleinen, bebrillten Kollegen von mir. Ja, und er lebt im Schatten seines brillanten Mitbewohners. Nennen wir diesen Kollegen doch einfach Ricardo Chili Shelly. Du redest also über Leonard? Nein, tue ich nicht. Nein, Chili Shelly hat rote Haare und hat bis vor kurzem in der mexikanischen Marine gedient. Jedenfalls, obwohl völlig klar ist, dass er eine Freundin hat, wird Chili Shelly zur Zielperson von völlig unangebrachten Flirts am Arbeitsplatz seitens einer jungen Lady. Das ist deine Assistentin Alex, oder nicht? Nein. Nein. Nein, sie heißt Tondeleia della Vintimiglia. Warte, was geht da vor zwischen Leonard und Alex? Oh nein, entschuldige bitte, wer redet hier über Leonard und Alex? Aber, na schön, also Ricardo und Tondeleia. Ja gut, es geht aber gar nicht um Ricardo und Tondeleia. Eigentlich geht es um ihren Boss. Er weiß nicht, wie er mit dieser Angelegenheit umgehen soll und sucht daher euren Rat. Was überraschend ist, weil nämlich Dr. Einstein von Brainstorm in diesen Dingen für gewöhnlich ziemlich clever ist. Die mache ich fertig. Du musst dir da keine Sorgen machen. Leonard würde dich doch nie betrügen. Sie hat recht. Aber falls doch, ich habe im Labor kokainsüchtige Affen, die nichts zu verlieren haben. Anna könnte auf der Rückbank ihres Autos auf sie warten. Oder in ihrer Dusche. Oh, halt, Ladies. Ladies, bitte, wir reden hier nicht über Penny. Okay, es geht hier allein um mich. Ich meine, um Einstein von Britta. Verflixt noch eins. Na schön, dann ist die Katze aus dem Sack. Ich erkläre euch mal, was los ist. Ricardo ist in Wahrheit Leonard. Wir wissen, was da los ist, Sheldon. Was soll ich nun tun? Also Alex ist deine Angestellte. Wenn sie etwas macht, das für Leonard unangenehm ist, musst du mit ihr reden. Oh nein, das ist gar nicht unangenehm für ihn. Nein, er liebt es sogar. Er stolziert herum, als wäre er 1,66. Was? Er liebt das sogar? Sheldon, du musst sofort mit Alex reden. Mit ihr reden? Mehr habt ihr nicht vorzuweisen? Ja, bei einem coolen Namen wie Sheldon Coopers Rat der Ladies erwartet man noch etwas mehr. Gebt mir die T-Shirts zurück. Alex, was sagt mein Terminkalender? Wie sieht mein Nachmittag heute aus? Ich glaube, heute liegt nichts mehr an. Oh, warten Sie, hier steht etwas um 4 Uhr. Knöpfe dir Alex vor? Na, das ist ja jetzt eine Überraschung, oder?
Gibt es ein Problem? Ja, nein, nennen wir es doch nicht gleich ein Problem. Ich würde sagen, wir nennen es eine Gelegenheit zur Lösung eines ernsten Problems. Was habe ich getan? Was, Sie wissen es nicht? Ach, Sie armes Ding, aber Ihre Eierstöcke überschütten Ihr Gehirn gerade mit so vielen Hormonen, dass Sie gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Sie haben sich mit unangebrachten sexuellen Avancen Dr. Hofstetter genähert. Was? Ich habe zu keiner Zeit sexuelle Avancen gemacht. Es ist nicht nötig, dass Sie sich rechtfertigen. Ich habe durchaus Verständnis für Ihre peinliche Lage. Ja, mein Vater sagte immer dazu, dass eine Frau so wie ein Eiersalat-Sandwich an einem sehr warmen Tag in Texas ist. Was? Voller Eier und nur eine sehr kurze Zeit lang reizvoll. Diese Unterhaltung wird mir langsam unangenehm. Ja, geht mir auch so, Schwester. Bitte verstehen Sie, ich halte Sie nicht im geringsten für verantwortlich für Ihr Benehmen. Denn von einem evolutionären Standpunkt aus sind Sie die Sklavin Ihres Wunsches nach Fortpflanzung. Für den Fall, dass Sie während der Arbeitszeit von Gefühlen voll amoröser Absichten überwältigt werden, möchte ich vorschlagen, diese abzuwehren, indem Sie einen Blick in dieses illustrierte Buch über sexuell übertragbare Krankheiten werfen. So, was hätten wir denn, Damen? Oh ja, sehen Sie nur diesen schleimigen Auswurf. Ich muss hier raus. Ja, nur wenn dieser Kerl muss, geht das nicht, ohne dass es brennt wie heiße Suppe. Hey, hübsche Lady. Hey, du wirkst ja so überglücklich. Ja, weil ich's auch bin. Aus einem besonderen Grund vielleicht? Ich hatte einfach einen tollen Tag. Ich hatte morgens geschaut und während der Fahrt eingeschlafen und ich konnte Radio hören. Das war ziemlich beglückend. Noch irgendwas? Ja, ein Online-Quiz mit der Frage, welche Star Trek-Figur bist du? Und nach nur 4 Versuchen war ich Captain Kirk. Sehr schön. Oh, das war es. Ich freue mich, dass du einen so tollen Tag hattest. Ja, und nur eine Sache kann ich noch viel besser machen. Ein Abend mit meiner liebsten Freundin. Ach, und wer ist das? Wie meinst du das? Oh, ich weiß nicht, ob du mich meinst oder Alex. Wieso kommst du denn auf Alex? Weil ich weiß, dass sie auf dich steht und ich weiß, dass es dir gefällt. Was? Verkauf mich nicht für dumm, Ricardo Shilly Shelly. Ich muss was verpasst haben. Hast du irgendwas zu Penny über Alex gesagt? Oh ja, und es hat mir nicht das Geringste gebracht. Sie wurde nur böse auf dich. Wieso hast du das denn getan? Weil ich einen Rat wegen einer Frau brauchte. Ich hätte zwar dich fragen können, aber die letzten Jahre haben mir gezeigt, dass du einen Uterus nicht von einem Unikum unterscheiden kannst. Jedenfalls weiß ich, dass man vor einer Frau nicht ausplaudert, dass eine andere mit ihrem Freund flirte. Ja, gut, dass du das sagst. Noch so ein paar hilfreiche Hinweise und du darfst dich gern einreihen in den Rat der Ladies. Hallo? Ich verstehe. Ja. Wann ist der Termin? Ja, geht in Ordnung. Das ist die Chefin der Personalabteilung der Universität gewesen. Offenbar hat sich meine Assistentin Alex offiziell beschwert. Sie bezichtigt mich des unangebrachten Verhaltens am Arbeitsplatz. Oh mein Gott, was hast du angestellt? Lass mich nachdenken. Nichts, ich bin eine Freude für alle. Chefin der Personalabteilung? Chefin der Personalabteilung? Chefin der Personalabteilung? Kommen Sie rein. Hallo. Ah, Dr. Cooper, setzen Sie sich. Danke. Ich habe Sie hergebeten, weil Ihre Assistentin Alex Jensen eine Reihe von Beschwerden gegen Sie vorgebracht hat. Das wurde mir schon gesagt, aber ich verstehe nicht, welche Beschwerden sie vorbringen kann. Sie darf in der ersten Reihe sitzen, wenn ich Wissenschaftsgeschichte unterrichte? Ich habe einen Mozzarella in meinem Mini-Kühlschrank, der für alle gedacht ist. Ja, und erst gestern konnte ich sie vor einem Leben in sexueller Freizügigkeit bewahren, indem ich ihr Bilder von krankheitszerfressenen Genitalien gezeigt habe. Sagen Sie meinen nächsten Termin ab. Das hier wird länger dauern. Dr. Cooper, Sie haben Dinge zu Ihrer Assistentin gesagt, die man am Arbeitsplatz nicht sagen darf. Und die wären? Naja, also laut Miss Jensen sagten sie ihr, sie sei eine Sklavin ihrer biologischen Bedürfnisse und nannten sie ein Eiersalat-Sandwich. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich wiederhole, Sie dürfen das nicht sagen. Oh, ja,
Jetzt verstehe ich Ihre Verwirrung. Nein, nein. Alex dachte wohl, ich meine Sie allein. Nein. Ich meinte, dass alle Frauen Sklavinnen ihrer sexuellen Bedürfnisse sind. Ja, sogar Sie. Sie sind eine Sklavin. Ich bin eine was? Ja, ich habe nur sagen wollen, dass an einem gewissen Punkt des weiblichen Menstrualzyklus... So dürfen Sie auch nicht darüber reden, Dr. Cooper. Ihre Ausdrucksweise ist völlig unangemessen und ich muss Ihnen dringend raten, sofort Ihren Mund zu halten. Ja, also ich verstehe gar nicht, wieso ich auf einmal hier so verfolgt werde. Nehmen Sie Dr. Hofstetter. Er prahlt mit der Erfüllung seines sexuellen Verlangens vor jedem, der es hören will. Und Howard Wolowitz hat über 2 Jahre Ressourcen der Universität verwendet, um einen 6-brüstigen Sexroboter zu bauen. Und während der offiziellen Weihnachtsfeier konnte ich hören, dass Rajesh Kutrapali Sie immerzu als Brown Sugar bezeichnet hat. Hofstetter, Wolowitz und der letzte war Rajesh Kutrapali? Ja, genau, aber zu seiner Verteidigung, das war nicht rassistisch, er ist ja auch braun. Tut mir leid, dass Alex steht auf mich, steht auf mich, steht auf mich. Tut mir leid, dass Alex steht auf mich, ich wusste nicht, wie süß ich bin. Verdammt, das bist du. Bitte verzeih mir, ich hätte dir das von Alex sagen sollen. Alex ist mir völlig egal. Nein, ist sie nicht. Gut, ich hasse die Schlampe. Aber wirklich wehtut, dass es dir so sehr gefallen hat. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Natürlich nicht. Nein, wieso? Na, hör mal, sie ist hübsch und gebildet. Und wenn du über die Arbeit redest, muss sie nicht in einem Wörterbuch nachschlagen, um zu verstehen, was du gesagt hast. Hast du das? Nein! Nicht so schnell. Heißt das, du fühlst dich unsicher? Das ist nämlich mein Ding und ich weiß nicht, was ich noch in diese Beziehung einbringe, wenn du mir das nimmst. Ja, Lennart, ich bin unsicher. Zufrieden? Nein, das bin ich nicht. Wieso grinst du so breit? Bitte entschuldige, ich habe nie gedacht, dass du sowas empfinden würdest. Doch, so ist es. Wieso? Es wird nie etwas passieren zwischen mir und Alex. Gut. Komm her. Ich verrate dir etwas. Was denn? Bei all den Frauen, die hinter mir her sind, fühle ich mich echt wie Captain Kirk. Darf ich dir auch was verraten? Klar. Rede weiter über Captain Kirk und ich werde das auf der Stelle beenden. Nachricht verstanden. Entschuldige bitte. Hallo? Hier ist Dr. Hofstetter. Okay. Alles klar, danke. Das ist eigenartig. Ich soll mich bei der Personalchefin einfinden. Was hast du angestellt? Ich weiß es nicht. Oh. Ich soll mich bei unserer Personalchefin einfinden. Wieso? Ich weiß es nicht. Das ist ja seltsam. Die Personalchefin will morgen mit mir reden. Hörst du auf, deinen Arsch zu lecken? Ich habe ein Problem. Hältst du es wirklich für richtig, in diesem Augenblick zu trinken? Wie wäre es mir sonst möglich, mit der Personaldame zu reden? Ich weiß nicht, such dir professionelle Hilfe. Da war ich. Der Verkäufer hat gesagt, das Zeug schmeckt gut in Kaffee. Was, du sollst auch antanzen? Was geht hier vor? Sheldon stößt uns alle ins Unglück. Es ist, als würde man zum Schuldirektor bestellt. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn Brown Sugar mich stößt. Von ihrer Bettkante. Das war wohl ein Fehler. Ganz ruhig. Das wird schon alles wieder. Bevor ich Bernadette kennenlernte, war ich jeden zweiten Tag hier. Kleiner Tipp, schalt dein I Like Big Butts Klingelton aus, bevor du reingehst. Das ist allein deine Schuld. Wieso meine Schuld? Einfach, weil du mit Sheldons Assistentin rumgemacht hast. Ich habe mit niemandem rumgemacht, Rat. Natürlich nicht. Sie hat sich nur für die Ware interessiert, weil sie auf der Suche nach Trüffeln war. Oh, Mr. Wolowitz ist schon eine Weile her. Hey, Janine. Wie geht's Tom und den Kindern? Gut.
Sie sind bestimmt Dr. Hofstetter. Ja, aber ich fürchte, das ist alles nur ein dummes Missverständnis. Ja, das glaube ich auch. Ich habe gar nichts getan. Rieche ich Alkohol in Ihrem Atem? Howard hat einen Sexroboter gebaut. Das ist nicht wahr. Ich habe nur einen Roboter gebaut. Und der hat 6 Brüste. Aber nein, ich bin Feminist. Ich wüsste auch gar nicht, wie viele Brüste ein Roboter hat. Oh, hallo. Was willst du denn hier? Eigentlich will ich ein Gespräch mit Mrs. Davis. Tut mir leid, ich habe gerade zu tun. Ja, aber ich komme wegen einer Beschwerde. Jemand sorgt dafür, dass ich mich an meinem Arbeitsplatz nicht mehr wohlfühle, durch den Gebrauch unangemessener Wörter sexueller Natur. Und wer war das? Na, Sie schlimmer Finger. Ich habe über das nachgedacht, was Sie mir gestern gesagt haben und fühle mich zutiefst beleidigt. Seien Sie bitte so nett und reichen Sie mir ein Beschwerdeformular. Das reicht. Sie alle ab in mein Büro, sofort. Dank Ihnen weiß ich, dass ich lieber nicht frage, ob Sie Ihre Periode haben. Angesichts Ihres Benehmens muss ich das auch nicht. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ein paar der Dinge, die ich zu Ihnen gesagt habe, möglicherweise ein wenig beleidigend sind. Und ich würde Ihnen gerne meine aufrichtigste Entschuldigung anbieten. Danke, Dr. Cooper. Ja, und zusätzlich sollten Sie wissen, dass die Universität mir auferlegt hat, dass ich einen Online-Kurs über sexuelle Belästigung belege. Also dürfte so etwas niemals wieder vorkommen. Okay. Gut, tja, unglücklicherweise ist meine Zeit viel zu kostbar, um sie für so einen Unsinn zu verschwenden. Deswegen werden Sie das für mich machen. Oh, und bestehen Sie das mit einer 1, die sind ziemlich wütend. Also, ich habe über die Sache mit Alex nachgedacht. Oh, und jetzt mach dich deswegen noch nicht verrückt. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich kann jetzt entweder verunsichert sein oder ich unternehme etwas dagegen. Also habe ich mir aus dem Vorlesungsverzeichnis einige Wissenschaftskurse rausgesucht. Das ist ja toll. Nein, gar nicht. Die sind extrem langweilig. Ich begreife nicht, wie du das Tag für Tag durchstehst. Jedenfalls dachte ich, eine Wissenschaftlerin bin ich zwar keine, aber ich könnte wie eine aussehen. Und habe mir die geholt. Echt jetzt? Mhm. Also eine Brille wird nichts verändern. Oh mein Gott, siehst du intelligent und scharf aus. Ich weiß. Wie ist das? Moleküle. Okay, komm mal mit. Wo wollen wir hin? In mein Zimmer, wo ich dir alles ausziehen kann, bis auf die Brille. Und die Stiefel vielleicht.